Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankiza von Oradi Fotografie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Du siehst schon im Hintergrund, heute geht es um die Tortenständer in der Keksmischfotografie. Ich wurde nämlich gefragt, welche Tortenständer habe ich, wie groß sind sie, vor allem wo habe ich sie. Und das möchte ich dir heute zeigen. Und ich beginne gleich mit meinem Lieblingstortenständer, und zwar dieser hier. Den mag ich am meisten. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren bei Amazon gekauft. Wenn ich den Link noch finden sollte, stelle ich ihn dir rein. Er hat einen Durchmesser von 20 cm, also wirklich perfekt, auch für die Torten, perfekte Größe und perfekt für die Keksmash-Fotoshootings. Er ist aus Metall, lässt sich ganz, ganz leicht reinigen und ja, das ist mein Lieblingstortenständer. So, wir gehen gleich zum nächsten. Das ist halt für bestimmte Shootings passt hier die normale Holzplatte sehr, sehr gut rein. Den habe ich von Nanunana, das ist auch total günstig. Ich glaube, das hat keine 10 Euro gekostet. Und gerade bei Wild One oder bei den, wie heißen die Shootings nochmal? Dschungel-Shootings, genau. Bei den Dschungel-Fotoshootings, also bei dem Thema Dschungel, passen die auch super rein. Und genau, von Nanunana. Dann habe ich hier den Tortenständer, nutze ich meistens dann, wenn ich eine graue Deko habe, also grau-weiße Deko mit Silber und so weiter, dann nutze ich auch gerne diesen Tortenständer. Den habe ich damals bei Kika gekauft und der ist aus Porzellan, aber sehr, sehr stabil. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass er kaputt gehen könnte. Und der ist halt, wenn die Eltern mit einer größeren Torte kommen, perfekt dafür geeignet. Ja, und da ja Silber nicht immer zu einem Shooting, zu der Deko dazu passt, habe ich noch einen weiteren großen Tortenständer. Das ist dieser hier. Ich glaube, er hat einen Durchmesser von locker, vielleicht sogar 30 cm. Müsste ich jetzt abmessen, aber ich verlinke ihn dir unten, dann steht das eh nochmal angeschrieben. Den habe ich von Amazon und tatsächlich war der in der Farbe Braun. Ich habe ihn nicht in Weiß gefunden. Ich hatte aber, da ich Möbel zu Hause von meinen Kindern angemalt hatte, noch Kinderfarbe und habe ihn einfach mit der Kinderfarbe noch weiß angemalt. Und ja, der ist perfekt und für die große Torten halt. Und passt eigentlich zu jeder Deko dazu, das ist ja das Tolle daran. Dann habe ich hier noch einen weiteren Tortenständer. Das ist dieser hier. So sieht er aus, wie ich ihn gekauft habe. Beim Teddy, total günstig. Das ist, glaube ich, um die 6 Euro gekostet. Für die Mädels. Total schön und süß. Und der Vorteil ist, er ist etwas höher. Und das heißt, da haben die Kinder leichter auch mit dem Mund hinzugreifen zu der Torte, eben durch die Höhe. Ich habe immer noch eine Platte dabei, eine Tortenplatte, damit wir das schön... schön reinlegen können. Nutze ich halt mehr für die Mädels und nicht für die Jungs. Und seit kurzem, von neuesten, habe ich mir diesen Tortenständer gekauft. Ich hatte ihn noch gar nicht im Einsatz, werde ihn aber bald im Einsatz haben. Etwas im Shabby-Look, das habe ich bei Baby-Fotoprops gekauft. Ich verlinke es dir unten. Finde ich halt total süß, mal ein bisschen Abwechslung auch in den Fotos mit den Tortenständern. Ja, und der ist auch aus Holz. Genau. So, ja, das sind die Tortenständer, die ich verwende. Ich empfehle immer einen Durchmesser von ungefähr 20 cm, da die Eltern bei mir die Torte immer selbst mitbringen, muss ich natürlich auch unterschiedliche Größen da haben, damit auch die unterschiedlichen Größen, unterschiedliche Torten, weil die ja auch unterschiedliche Größen haben, auch zu den Tortenständer dazu passen. Genau. Ja, wenn du dazu noch Fragen hast, schreibe es mir liebend gern in die Kommentare und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, wenn eins für dich dabei war, was du dir jetzt auch kaufen kannst. Und lass mir einen Daumen nach oben und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch bald wieder im nächsten Video am Donnerstag um 18:30 Uhr. Bis bald!